Karl. Ich zeige euch jetzt auf dem Fingerboard, wie ihr, also wenn ihr schon besser Fingerboarden könnt, dann wollt ihr auch nicht nur Tricks machen, sage ich einfach mal. Weil es ist ja dann auch irgendwie langweilig. Das hier, was ich jetzt euch zeige, ist zwar auch ein Trick, aber ich meine jetzt nicht nur so Kickflips und was weiß ich alles, sondern das sind, sage ich mal, so Abrundungen. Dass ihr jetzt zum Beispiel auf so eine Pole Bank hier drauf fahrt, dann hier so ein bisschen so grindet und dann wieder runter geht. Und davon gibt es halt einige. Mache ich mir gerade mal ein Close-Up. Meine Close-Up ist ein bisschen locker. Die muss ich dann gerade mal fester drehen. So. Ja, und von denen und davon gibt es halt mehrere Techniken insgesamt. Oder dass ihr halt beim Kicker oder so, dass ihr dann hochfahrt, ein Shove-It, ja okay, ich muss genau hingucken, wo es geht, dass ihr dann halt ein Shove-It macht oder so, oder halt einfache Sachen, oder so, einfach mal hier das ihr macht, oder runter geht, macht dann, also man hat es jetzt nicht gesehen, merke ich gerade, dass ihr dann irgendwie so eine Drehung dann unten macht. Oder was auch ganz nett ist, ist, wenn man hier oben so lang geht und dann wieder runter geht. Das sind alles so kleine Abrundungen und von denen könnt ihr euch selbst noch ein paar machen. Zwar jetzt nur mal so ein Beispiel, sage ich mal, aber das sieht dann auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Und das gibt es ja dann natürlich auch in der Halfpipe. Also zum Beispiel, was weiß ich, ein Winkler-Spin, den ich jetzt nicht kann. Oder irgendwie sowas hier. Oder